Ja, hier ist er wieder, euer Borgard. Ich bin hier auf der Karte Scharkov unterwegs. Das Ganze hier ist ein Standardgefecht. Jede Seite besitzt Arti. Der Gegner hat zwei Tier 10er Arti. Und mein Team hat drei Artis, eine Tier 10er und zwei Tier 9er. Ich selber fahre den japanischen Heavy Tank, sprich schweren Kampfpanzer Typ 5 schwer. Das ist der Tier 10er Kampfpanzer der Japaner. Er ist schon fast in alter Tradition seiner Vorgänger. Groß, schwer, gut gepanzert und langsam. Ja, kommen wir zu ein paar Punkten, wie zum Beispiel seine Frontpanzerung. Die beträgt 260 mm am Turm und an der Panzerwanne. Bedeutet, wenn man wie die Vorgänger ihn leicht anschrägt, die Front zum Gegner hält, prallt da einiges dran ab. Schwachpunkte natürlich. Die seitliche Panzerwanne und oben diese riesengroße Kommandantenluke. Ich sag einfach mal, da saß der Kommandant drin, weil eigentlich traditionell hat der immer den besten Überblick im Panzer und den braucht er auch, um Entscheidungen zu treffen. Ja, die Kanone hat einen sehr guten Waffen-Negativ-Sichtbereich. Böse Artis. Sehr guten Negativrichtbereich, zeige ich euch mal. Und aufgrund seiner Größe, seiner Langsamkeit von 25 km/h, ist er natürlich ein beliebtes Arti-Ziel. Habe ich gerade wieder gemerkt, Menno. Er lässt sich fast fahren wie seine Vorgänger. Die Kanone ist ein klein wenig schlapp, finde ich. Da fehlt es ihr ein klein wenig an Durchschlag. Er hat eine 140 mm Kanone. Der ging nicht durch. Ja. Der ging nicht durch in der unteren Wanne, wenn ich mich nicht verschaut habe beim Jagdpanzer E100. Aber er ging bei mir auch nicht durch, als er mich traf. Er ist abgeprallt. Jetzt ging es mit einer Goldgranate, die ich genommen habe. Und er ist zum zweiten Mal abgeprallt. Also das meine ich mit die Front zum Gegner, leicht anschrägen, dann wirken die Panzerungswerte hier schon enorm. Und wieder eine Goldgranate, es hilft nichts, sonst komme ich da nicht durch. Wie gesagt, ich finde die Kanone recht schlapp, man muss da öfter mal Gold schießen. Und jetzt ist er schon wieder nicht durchgekommen, der Jagdpanzer E100. Also an seiner Stelle hätte ich dann aus Verzweiflung irgendwann schon mal auf HE geschaltet. Muss ich wirklich jetzt so sagen. Verbesserungsvorschlag für den Spieler beim nächsten Spiel. HE-Granaten, wenn man nicht durchkommt. Spätestens wenn man zum zweiten Mal nicht durchkommt. Weil ein Jagdpanzer auf E100, der hat eine, wenn ich mich nicht täusche, 17 cm Kanone. Und da machen HE-Geschosse doch wirklich Kopfschmerzen beim Gegner. So. Wechseln wir auf Standardmunition. Ich hatte eben gerade schon immer Goldmunition geschossen. Ich habe vergessen umzuschalten. Und jetzt fahren wir auf den T95 zu und sagen mal, lasset dich mal abprallen. Entweder hat er mich gerade nicht getroffen oder ist abgeprallt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich kratze ihn aber auch nicht an, weil er auch ein hart gepanzerter Hund ist. Da seht ihr mal die Problematik dieses Geschützes bei mir. Da prallt er wieder ab. Versuchen wir die untere Wanne bei ihm. Erwischt. Und hat doch geklappt. Ja,
Ich glaube, ich konnte jetzt die Stärken des Fahrzeuges in diesem Gefecht klar zeigen. Hart gepanzerte Frontpartie am Turm und an der Wanne bedeutet immer oben auf den Schwachpunkt schießen oder genau seine untere Wanne erwischen, aber die ist nicht gerade leicht zu erwischen oder gerade groß. Ich habe für eine E7 jetzt auch wieder auf Goldmunition zurückgewechselt, weil ich möchte ja Damage machen und keine Abpraller hier. Nicht im Weg fahren, AMX hier. So, da haben wir ihn jetzt rausgenommen. Der Goldeinsatz bei diesen harten Gegnern, wo ich sonst nur abpralle, finde ich gerechtfertigt. Man muss ab und zu auch mal Gold schießen. Ich schieße es sonst nur als Beimischung, wenn ich die unbedingt brauche. Und bei diesem Fahrzeug braucht man sie ab und zu leider doch. Ja, kommen wir zur Auswertung. Das war eine dritte Klasse. Ich habe Kampfeskumpel bekommen. Hey, 50 Gefechte am Stück, keinen eigenen beschädigt. Ich weiß nicht. Sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man diese Auszeichnung immer wieder bekommt. Also nicht besonders erwähnenswert. Das Einzige, denkt dran, nicht immer auf die eigenen schießen. Dann klappt das mit der Auszeichnung schon. Dann habe ich noch bombensicher bekommen und noch einmal Wirkungsfeuer. Ja, 11 Schüsse abgegeben, 9 haben Wirkung gezeigt und haben durchschlagen. Ich habe einen Gesamtschaden von 4657 Damage gemacht. Ich habe 6 Treffer erhalten. Einer war ein Wirkungstreffer. 5 haben nicht durchschlagen. Also ihr seht, da prallt einiges dran ab. Schaden abgewehrt durch Panzerung 3950. Ein Gegner entdeckt. 4 Gegner beschädigt. Und 3 zerstört. Schaden ermöglicht, sage und schreibe 16 Punkte. Und dank meines Primär-Accounts habe ich, obwohl ich hier Goldmunition teilweise geschossen habe, noch einen Reingewinn von 11.700 Credits. Hätte ich keinen Primär-Account, hätte ich 9.024 Credits minus gemacht. Aber bei diesem Gefecht, um den Panzer zu dreifachen beim ersten Gefecht des Tages, könnte man auch Minus in Kauf nehmen, finde ich. Ja, ich habe schon gesagt, es war ein Dreifachgefecht, erstes Gefecht des Tages gewonnen und so komme ich auf 3876 Erfahrungspunkte. Ja, jetzt noch zu ein paar Punkten wie Wandpanzerung frontal, 260 habe ich schon gesagt, aber seitlich 140 und am Heck 150, also seitliche Wanne, riesengroßer Schwachpunkt, immer rein da mit euren Granaten. Turmpanzerung frontal 260, seitlich 210 und am Heck des Turmes 200 mm. Also der Turm ist rundherum eigentlich recht gut gepanzert. Hinzu kommt, er ist da noch ein ganz klein wenig angeschrägt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen an der Seite. Und vielleicht nochmal wissenswert ein paar Daten der 14 cm Kanone. 249 mm mittlerer Durchschlag bei 600 Schaden mit der standardbrechenden Munition, mit der AP-Munition. Mit Goldmunition sind das dann 282 mm Durchschlag im Durchschnitt, auch bei 600 Schaden. Und wenn man eine HE-Granate verwendet, sind es dann 70 mm Durchschlag und 770 Schaden als mittlerer Schaden. Gut. Ich glaube, die wichtigen Punkte des Fahrzeuges sind jetzt erklärt. Und damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Borgelcut.